So, die erste Raw ist vorbei und damit kommen wir auch zur ersten SmackDown. Na, dazu begrüßen natürlich die SmackDown GMs Bernie und Sub. Hallo. Hi, auch von mir. Ja, bevor die Show noch beginnt, kommt ein Schwenk in den Backstage-Bereich, beziehungsweise genauer gesagt in das Büro von Bernie und mir. Ja, wir sitzen so an unseren Schreibtischen und erledigen gerade ein bisschen Papierkram. Zwischen uns in der Mitte eine feine Marmorsäule so aufgebaut, so in griechischer Art, wie man das so kennt, mit diesen Verzierungen und den Schnörkeln. Auf der Säule obendrauf ein rotes Seidentuch und auf dem Seidentuch liegt unser Main Championship, der World Heavyweight Title. Bisher bloß von Daniel Bryan gehalten, wurde nie besiegt. Aber da Daniel Bryan jetzt bei Raw ist, ist der Titel wieder vakant und Bernie und ich arbeiten so an unseren Dingen. Auf einmal geht die Tür auf. Wir schauen so halb genervt, so ein bisschen mit einem Auge nach oben. Wer ist es denn? Wer möchte denn was von uns? Und das Booker T kommt so mit seinen Händen hinter dem Rücken verschränkt, so freudig lächelnd rein und schaut sich so um, schaut zu Bernie, schaut zu mir. Und seine einzigen Worte sind: I cash in. Er schmeißt uns den Koffer auf den Fußboden, nimmt sich einfach den World Heavyweight Title, legt ihn sich über die Schulter und verlässt wieder das Büro. Ja. Und damit beginnt SmackDown. Damit haben Ja. wir einen neuen World Champion gekrönt. Ja, der Titel ist vakant. Booker T hat die Chance genutzt, auf den vakanten Titel eingecasht, konnte ihn sich somit ohne Gegenwehr, ohne Kampf holen und ist somit der erste World Heavyweight Champion von SmackDown. Und Ja. die Leute denken sich jetzt erstmal nur wahrscheinlich, what the fuck? Was ist What the das für, fuck? was ist das Was für ist ein das für Opener? ein Opener? Bernie, erklär uns doch mal, was ist das für ein Opener? Wir wollen das Universe auch hier in SmackDown gebürtig starten und haben uns überlegt, wie können wir es besser starten als mit einem Match? One night only. One time only. Und der einzige Auftritt der beiden Wrestling unser ganzen Universe-Modus. Ja, es gibt dieses eine Match wo, mit den beiden, danach werden diese beiden nie wieder auftauchen. Spoiler! Wir wollen nur nicht so arschig sein und die komplett rauslassen. Wir wollen denen die Chance geben, einmal sich zeigen zu dürfen und danach können sie wieder verschwinden. Ja. Dann könnten sie sowas bei Superstars machen, was keinen interessiert, weil es es nicht gibt uns. Aber hey, es ist doch John Cena! Ist John Ja, das ist Cena. das Problem. Das Cena ist das Problem, es ist John Cena. gewinnt. Cena gewinnt. Ja, vermutlich. Big Show, du? Nee. Keine große Überraschung. Ja, keine große Überraschung. Und Ja. damit ist die Szene mit Cena und Ja. Big Show schon vorbei. Cena bleibt ungeschlagen in diesem Universe-Modus. Big Show bleibt in diesem Universe-Modus ohne einen einzigen Sieg und damit ist die Karriere der beiden beendet quasi. Und überraschenderweise, Big Show bleibt auch ohne einen einzigen Turn von Face to Heel in diesem ganzen Universe-Modus. Während des Matches ist er dreimal geturnt. Ja, genau. Wie man es so kennt. Stimmt. Natürlich. Ja. So. Bevor wir noch zu unserem nächsten Match kommen, habe ich mich alleine diesmal in den Ring begeben. Und möchte diese am Anfang der Show gesehene Situation mit Booker T nochmal ansprechen. Ja, nun, Booker T, ich gratuliere dir zu deinem, nennen wir es doch mal, Cheap Shot. Du hast dich selbst zum ersten World Heavyweight Champion von SmackDown gekürt. War eine schlaue Aktion von dir, muss man lassen, auch wenn es von uns nicht ganz so gewollt war, denn ich muss sagen, damit hast du dir nicht zwingend Freunde gemacht mit dieser Aktion. Nicht mit uns und vielleicht auch nicht mit dem Rest des Rosters. Bernie und ich hatten nämlich eigentlich ganz andere Pläne für den Titel. Wir wollten eigentlich größere Stars ins Main Event bringen. Ja, wir hatten eigentlich andere Vorstellungen von einem Gesicht für SmackDown. Unser Gesicht sollte nicht Booker T werden. Nein, wir hatten andere Pläne. Weil, ja, Booker, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, aber das S in SmackDown, das steht nicht für Senioren. Und es steht auch nicht für senile Teilzeit-Wrestler. Ich meine, diese Sparte mit den alten Leuten haben wir dann
bis auf ein paar wenige Ausnahmen, den Jungs von Raw überlassen. Vielleicht steht das A bei Raw für Altenheim, ich weiß es nicht, aber bei SmackDown steht das S nicht für Senioren oder, wie ich auch gesagt habe, nicht für senile Teilzeit-Wrestler. Wir haben nur ein paar wenige Oldies, dafür aber wrestlerisch sind diese umso besser. Nur diese haben es zu uns in die Show geschafft. God save the Queen. Ich grüße dich, William Regal. Ja. Aber du, über Gott, du standest leider nicht auf unserer Liste. Du hast dich durch deinen Money in the Bank Sieg überhaupt erst für das neue Jahr qualifiziert. Du hast dich selbst quasi nur durch diesen Sieg für SmackDown qualifiziert. Man muss sagen, das hat dieser Money in the Bank Sieg hat deiner Zukunftsplanung sicherlich gut getan, denn ohne einen Sieg wärst du jetzt einfach arbeitslos. Die einzige Liste, auf die du es bei uns schaffen würdest, wäre die Liste mit der Überschrift Belangloser Abfall. Benutzt, veraltet und du wirst einfach nicht mehr gebraucht, Booker. Ich weiß ja nicht, wie man bei dir in Houston, in Texas mit belanglosen Abfall, was man da so anstellt, aber bei uns hier entsorgt man ihn. Hier spielt es keine Rolle, ob man five-time WCW-Champion ist oder was man sonst für Titel in seiner Karriere gewonnen hat. Hier beginnt wieder alles bei Null. Und wenn ich so auf dein mittlerweile erreichtes Alter und deine Fähigkeiten in diesem Alter schaue, bist du selbst auf dieser belanglosen Abfallliste höchstens noch der Restmüll. Und ob du nun auf die Deponie kommst, das, Booker, hast du selbst in der Hand. Nicht heute, so unfair sind wir auch nicht, aber in den kommenden Wochen bis zu Extreme Rules und auch beim Pay-Per-View selbst an sich. Denn was deine Aufgabe sein wird, erfährst du allerdings erst in der nächsten Woche. Wir wollen dich doch noch ein bisschen zappeln lassen. Aber du hast dein Schicksal in deiner eigenen Hand. Aber ja, nun, du bist Champion hier bei SmackDown, aber SmackDown steht für Fighting Champions. Das hat Daniel Bryan auch schon zu Genüge erfahren. Und um dich auf deine Matches in den kommenden Wochen schon mal vorzubereiten, wollen wir dir heute im wahrsten Sinne des Wortes einen dicken Brocken vor die Nase setzen. Leider auch schon etwas älter. Aber kein belangloser Abfall. Soll ich einblenden? Ja. Denn der dicke Brocken ist Rikishi. Ein kleines Aufwehrmatch für Booker T. Denn in die nächsten Wochen werden für Booker T richtungsweisend werden. Richtungsweisend für den Pay-Per-View und auch richtungsweisend für die Zeit nach dem Pay-Per-View. Also von daher darf er sich heute gegen Rikishi erst einmal aufwärmen. Booker T reißt also quasi eine Schneise durch die komplette Szene und besiegt jeden, der mir in die Quere kommt. Das werden wir zu verhindern müssen. Gut. Ich bin mit Rikishi. Mhm. Ich auch. Ich auch. Schauen wir mal, ob Booker sich durchsetzt, aber wahrscheinlich nicht. Nö. Und erstes Match gleich verloren. Da strahlt das General Manager Herz, denn ich kann versprechen, das wird nicht das einzige Match bleiben, was er in den nächsten Wochen verlieren wird. Und SmackDown wird bei Extreme Rules einen neuen World Heavyweight Champion krönen können. Ach ja, und das, um nur so nebenbei, der Mann in der Bankkoffer hat eine, da ja jetzt ist ein Cash Flow in diesem Universe, hat er eine kleine Änderung. Es gibt, wenn man den Titel verloren hat, kein Rematch. Genau. Also wenn Booker T seinen Titel verlieren sollte, auch bei Extreme Rules, gibt es dann kein Rematch. Die Klausel entfällt. Ihm wird eines der wichtigsten Anrechts als Champion genommen. Na gut. Aber dass er mit sich durchgehen lässt, wer weiß. Das hat er selbst eingebrockt. Und wie gesagt, ich habe gesagt, er hat sein Schicksal in den kommenden Wochen selbst in der Hand. Wenn er sich gut anstellt, wird er doch bessere Chancen haben beim Pay-Per-View als Champion am Ende dazu stehen, als wenn er sich in den nächsten Wochen schlecht anstellt. Na gut. Das nächste Match kann ich nur nicht groß zeigen, weil ist noch nichts drin quasi. Das Match, ja, was hier sieht, wird nicht stattfinden. Auch, genau. Auch wenn sich es einige Leute vielleicht wünschen würden. Ja. Denn jetzt kommen wir zu einer... Also, wir haben das Podest nochmal herausgeholt. Nur diesmal liegt da nicht der World-Titel drauf, weil den hat sich ja Booker geschnappt, sondern liegt unser Second-Title, nämlich der European-Title drauf. Und
wie soll man sagen, wir haben eine, unserer Meinung, sehr revolutionäre Idee für den European Title ausgedacht. Denn Europa, oder besser gesagt, Wrestling ist normal immer alles, geht es immer nur um Rivalitäten zueinander. Doch man sieht auch in der Vergangenheit, zum Beispiel in der DX, Evolution, die Four Horsemen und so weiter, dass auch Tag-Teams oder besser gesagt, dass man im Team auch was reißen kann. Und jetzt haben wir uns diese Idee herangezogen und haben etwas komplett Neues, nämlich wir machen ein Turnier, um unseren European Title, das aber special ablaufen wird, nämlich es wird ein Tag-Team-Turnier, wovon wir jetzt 8 Tag-Teams gleich auslosen werden. Dafür hat mein Kollege Sapp sich eine 16 Lose ausgemacht mit 16 verschiedenen Teilnehmern, Genau, die die wir wir. vornherein bestimmt haben. Ich Ja. kann sie ja mal kurz vorlesen, weil es dabei ist. Einen kleinen Moment. Dabei sind Cesaro, Dolph Ziggler, Hideo Itami, Tyler Breeze, AJ Styles, Alberto Del Rio, Shinsuke Nakamura, Jack Swagger, Christian, The Miz, Rusev, Ryback, Tyson Kidd, Apollo Crews und Bo Dallas. Der grinst mich schon so an, der ist heiß. Ja. Und jetzt sieht sich jeder, ein Tag-Team-Turnier um den Single-Title, wie soll das denn funktionieren? Nach dem Motto, du musst deinen besten Feind respektieren, denn nur wenn du deine Feinde respektierst, kannst du auch größere Ziele erreichen. Es wird ein Tag-Team-Turnier geben, wovon schlussendlich das Tag-Team, der dieses Turnier gewinnt, beim Pay-Per-View, bei Extreme Rules in 4 Wochen antreten wird. Also das Sieger-Tag-Team tritt gegeneinander an. Das heißt, man muss zuerst zusammenarbeiten, nur um sich dann später um den Titel zu bekriegen. Also quasi kurz gesagt, sagen wir mal, Dolph Ziggler und Cesaro werden quasi das gewinnende Tag Team, dann treten die beiden gegeneinander um den Titel an, so quasi kurz gesagt. Genau. Auch noch hinzuzufügen ist, dass diese Tag Team spielen in der Tag Team Szene außer dem Punkt erstmal keine große Rolle. Das dient nur zu diesem Turnier, also nicht durcheinander kommen. Genau. Ob sich da Verbündnisse in Zukunft schließen werden oder Feindschaften, werden wir dann sehen. Aber das sind jetzt nur erstmal kurzweilige Tag-Teams. Interessanter Fakt noch am Rande an dieser ganzen Geschichte ist, es können hier Leute ins Finale kommen, die kein einziges der Matches gut war. Wenn einer sich nur auf seinen Partner verlässt und der alles gewinnt, kann auch ein Underdog hier ins Finale kommen. Genau. Das wird so dann ablaufen, dass wir in dieser Show zwei Viertelfinal-Matches haben. In der zweiten Show haben wir dann nochmal zwei Viertelfinal-Matches. In der dritten Woche haben wir dann die zwei Halbfinals und in der vierten Woche kommt dann das Finale. Okay, dann los Okay, mal die und dann würde ich beiden mal Matches sagen, hier aus. beginne ich auslosen. Teilnehmer Nummer 1 ist Dolph Ziggler. Okay. Kann ich ja Du hier kannst schon es mal. soweit schon mal einstellen, genau. Tag Und Team. der Partner von Dolph Ziggler wird. Oh, interessant. Christian. Okay. Wäre eine interessante Paarung für den Pay-Per-View, finde ich. Christian und Dolph Ziggler. Genau. Und die beiden treten an gegen Tyler Breeze. QRST da. Wo haben wir denn da? Tyler Breeze. Okay, und Ryback. Okay. Halt, das passt ja schon. Wo haben wir denn Ryback?
Ryback, da. Interessant. Der riesige Fleischberg, der jetzt kein Veganer mehr ist, der wieder zum Fleisch gefunden hat, zusammen mit Dank. Prince Pretty, dem King of Cuteville. Ob die beiden so harmonieren werden? Bei Christian und Dolph Ziggler kann ich mir vorstellen, dass die wunderbar harmonieren werden. Aber Tyler Breeze und Ryback? Wer weiß. Ja, könnte auch schief gehen. Ja. So. Sollen wir das andere Match ja auch noch einstellen? Das würde ich sagen, das Match machen wir jetzt, oder? Ja. Wollen wir das andere auch noch auslosen, Bernie? Ja. Frag mich nicht, was da das Universe hier zusammengebuckt hat. Ist Booker drin? ja. Aber ist es mir auch egal. Bernie jetzt auch noch auslosen oder erst das Match machen? Wir machen erst das Match, dann losen wir das nächste Match aus und dann losen wir den restlichen Turnierbaum aus. Wird auch nicht televised, es ist nur Simulation. Ja. Genau, denn ihr seht ja schön im Main Event, was da auf uns wartet. Vielleicht hat es auch schon angekündigt, ich weiß es nicht. Glaub nicht, nee. Soweit ich weiß. Aber ich gehe einfach mal mit Ziggler und Christian. Ryback ist wohl ein gefährlicher Faktor, aber ich gehe einfach mal aufgrund der Chemie mit Ziggler und Christian. Ist schwierig. Ryback könnte natürlich die beiden vollkommen zerkloppen und sich dadurch natürlich einen großen Vorteil verschaffen, aber ich gehe, glaube auch mit Dolph Ziggler und Christian. Ich gehe hier mit Breeze und Ryback. Moment. Mein Controller ist leer. Reden wir mal weiter. Ich gehe hier mit Breeze und Ryback, da die eine interessante Paarung sind und da ja Breeze und Ziggler gerade echt fehlen. Ja. So. Also, Tipps alle abgegeben. Was hat Bernd noch gesagt? Dann, wer gewinnt? Oh! Ryback war wirklich der entscheidende Faktor. Ryback pinnt Dolph Ziggler. Ja, damit sind Ziggler und Christian schon aus dem Turnier ausgeschieden und Tyler Breeze und Ryback stehen im Halbfinale. Dann war es also doch so, wie wir uns gedacht haben, dass Ryback mit seiner Kraft hier sich durchsetzt. Vielleicht schafft es ja Ryback, Tyler Breeze bis ins Titelmatch zu bringen und dann, freut sich Tyler Breeze und holt sich dann den Titel und nützt das quasi alles aus. Mal schauen. Oder Ryback verkloppt ihn dann. Oder Ryback verkloppt ihn einfach. Mal schauen. Gut, dann gehen wir mal zu dem Match. Und hier nochmal, das Match wollt ihr doch alle sehen, nicht? Nein, wollen wir nicht. Wir wollen jetzt das nächste Tag Team Match. Nee. Spaß beiseite, gehen wir zum nächsten Match. Teilnehmer Nummer 1 ist Tyson Kidd. Tyson Kidd? Ja. Bin ich jetzt Cesaro aus los? Das wäre großartig. Und sein Partner ist... Nein, nicht Cesaro, es ist Rusev. Rusev? What the hell, der kriegt auch so ein Kraftpaket. Also, kleiner, flinker Techniker mit Kraftpaket hier nochmal. Das wäre ja fürs Halbfinale interessant. Ryback und Breeze gegen Kidd und Rusev. Ja, vielleicht kennen wir jetzt, weisen wir das sogar. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Und ihre Gegner sind. Jack Swagger, aha. Oder jetzt als Gegner Cesaro, das wäre auch komisch. Ah, hast du geschafft. Jack Swagger. Okay. Und sein Partner ist Alberto Del Rio. Neu. Passend zur momentanen Rivalität in echt. Nice one. Del Rio. Na gut. That irony, aber hey. Jedenfalls interessante Auslosung. Also, man könnte sich gut vorstellen, dass so ein Rusev Kidd teilweise durch den Ring werfen könnte auf Gegner. Mhm. Wenn er ausflippt. Mhm. Aber Swag und Del Rio ist ein interessantes Tag Team. Ob die zusammenarbeiten können. Mhm. Swagger als Erzamerikaner und Del Rio als mexikanischen Aristokraten. Oder in der echten WWE der Max American. Ja. Nein, wir haben ja schon im ersten Match gesehen, dass kuriose Bündnisse klappen können. Ich gehe einfach mal mit Swagger und Del Rio. Ich gehe mal mit Tyson Kidd und Rusev. Wieder mal Stärke über alles. Ja, ich gehe auch mit Kidd und Rusev. Und wer gewinnt? Ich hatte recht. Rusev. Damit ist das erste Halbfinale fix, ne, Bernie? Oder hast du den Turnierbaum anders gestaltet?
Ey, das war das erste Halbfinale, Ja, steht das noch. erste Halbfinale wird Techniker und Kraftpaket gegen Techniker und Kraftpaket. Tyler Breeze und Ryback treffen nächste Woche auf Tyson Kidd und Rusev. Tyler Breeze und das geht nur los. Okay, Ob und wir es teilweise müssen wir noch schauen. schauen wir mal. Es gibt ja auch noch nächste Woche in dem Halbfinale, Woche in Woche 3 ja auch noch ein anderes Halbfinale. Und die Viertelfinals für nächste Woche lösen wir jetzt auch gleich noch mit aus. Jo. Bist du soweit, Bernie, zum Aufschreiben? Nummer 1 wird Hideo Itami Okay, interessant. und sein Partner. Das kriege ich den Schnipsel nicht auf. Sein Partner wird Apollo Crews, also zwei NXTler hier zusammen. Ist auch wieder ein Techniker und ein Kraftpaket, wobei das Kraftpaket ja auch ziemlich Na krasse gut. Leistungen in die Richtung zeigen kann. Ja, aber so Megas Kraftpaket wie ein Rusev oder Ryback ist es dann noch nicht ganz. Ja, Crews hat schon ordentliche Muckis. Jo. Hast du es soweit, Bernie? Und die beiden treffen auf The Miz. Und auf der Partner von The Miz wird Cesaro. Da ist Cesaro. Ich hätte mir einen anderen gewünscht. Das heißt, Kid gegen Cesaro, wenn alles gut läuft, könnten wir erst in Woche 4 im Finale sehen. Wäre interessant. Die beiden sind ja noch im Universe Models als Tag Team eingestellt. Jo. So hast du Bernie. Und das zweite Viertelfinale wird dann AJ Styles Jawohl. zusammen mit Shinsuke Nakamura. Techniker, hau ja. Sehr interessantes Tag Team. Und die beiden treffen jetzt auf die beiden Reste auf Bad News Barrett. Und sein Partner ist, na, wer hat aufgepasst, wer fehlt jetzt noch? Sein Partner ist Bo Dallas. Okay, ich glaube, da gewinnen die Techniker einfach, weil das so grandiose Techniker sind. Bad News Barrett und Bo Dallas sind Oh, ein Tag Team. der arme BNB, der wird sich ja freuen. Ja, die beiden treffen auf Shinsuke Nakamura und AJ Styles. Gegen Ich die würde Technik. und ein potenzielles Sieg-Tech-Team, Ja, finde ich. die Ich kann mir schon was Technikperlen. vorstellen. BNP so. I got some bad news for me. I only have to believe. Gut, so wird ohne große Umschweife. Ja, ich freue mich auf nächste Woche. Aber Shinsuke gegen AJ wäre auch ein geiles Match für den Pay-Per-View. Schauen wir Ja. mal, wie die beiden sich zusammen so Ja. anstellen. Apropos auf sich freuen. Es gibt ein anderes Match, worauf ich mich freue. Das ist der Main Event Apropos, heute. Zweck ist etwas auf Del Rio wütend, dass er gegen einen Kanadier und Russen verloren Ja, hat. zudem Del Rio auch noch im Accolade ja getappt hat. Also Del Rio hat das Match verloren und wir haben ja schon die ersten Spannungen in einem zusammengewürfelten Tag-Team. Okay. Aber gut, kommen wir zu unserem Main Event. Ihr seht es schon auf der Card. Es ist das Women's Championship Match. Wir haben ja schon angekündigt, es gibt wieder Diven. Was heißt wieder? Es gibt diesmal Diven bei uns im Universe Modus. Vier GMs. Jeder hat sich eine Diva raussuchen können. Mein Pick ging an Sasha Banks. Bernie's an Paige. Cooper hat sich Charlotte gepickt und der Jung hat sich Becky Lynch auserwählt. Und die vier treffen jetzt in einem Fatal Four Way auf den noch vakanten Women's Championship. Und das könnte ich mir echt gut vorstellen. Das sind wohl so die vier, mitunter vier besten Divi, die dieses Business hat. Ja. Man könnte da noch Ich denke, Bailey da haben wir vielleicht uns eigentlich zuschlagen. schon bis auf ein, zwei weitere vielleicht noch das Beste hier mit Ja. rausgesucht für dieses Match. Bailey könnte. AJ wäre noch da, Bailey wäre noch Ja. da. Die vielleicht noch. Vielleicht noch Asuka. Asuka ist Boah, ja auch Asuka. dabei. Ja. Und dann wird es schon langsam ein bisschen enger. Ja, mein Tipp natürlich Sasha Banks, verstehe die Frage nicht. Meiner Page. Ich gehe mit Becky. Wir brechen Tja, jetzt ein. Kuba, keiner tippt auf dein Mädel hier. Und die gewinnt dann wahrscheinlich, ne? Wobei ich sagen müsste, ich wäre mit keinem unzufrieden von den Vieren. Ja, das wären alle vier Spitzentitelträgerinnen. Das dauert eh wieder ein bisschen. Wir kennen ja 2K Ja, wir haben vier langsam. Cores und eine selbst erstellte Arena. Ja.
Bei Raw, es gibt ein kleines Oldschool-Comeback. Bei Raw hat es ja schon eine Weile gedauert, also. Ich entschuldige mich dafür, aber ich kann für die 2K-Ladezeiten leider nichts. Vielleicht wird das noch irgendwie nachgepatcht oder so, aber jetzt können wir nichts dafür. Na gut, aber. Wir haben gehört, dass bei Raw unsere Tag Team Champion gekürt wurden mit den Motor City Machine Guns. Genau. Glückwunsch an Shelly und Sabin. Genau. Hätten auch gern einen Spot im European Title Turnier gehabt, aber durch ihre Tag Team Championship Teilnahme sind die dann bei rausgefallen und die tragen ja jetzt schon Gold quasi. Den New Day steht jetzt noch ohne da. Mal schauen, wie es mit denen weitergeht, ob es irgendwann vielleicht zum Match kommt. San Diego, California. Ja, und ihr seht schon das große Comeback der SmackDown Faust Arena aus dem Jahre 2006. War die zuletzt, glaube ich, da. Ne? Jo, ich kann da nochmal eine Entrance laufen lassen von Paige vielleicht kurz. Ja. Allerdings ist es nicht ganz die 06 Arena, die guten Herren von SmackDown haben. Das ist ein bisschen unmodified. Ihr seht ja auch schon zum Beispiel das WWE-Logo da. Genau, das WWE-Logo, wie es in echt da steht. Und der Ring hat auch den LED-Tron, den es ja jetzt neuerdings gibt, an der unteren Seite dran. Also ein bisschen das Neue mit dem Alten vermischt hier. Und es wird noch eine das ist noch nicht die endgültige Version. Es wird noch eine kleine, aber wir werden da doch feine Änderungen geben. Aber da wollen wir euch nicht zu viel spoilern. Ja, hier nochmal die Kamera. Ist aber wirklich nur was Kleines, also keine riesen Dinger worden, die Lasserschaft jetzt. Hat man gerade noch. I'm a man! Nee. WWE Women's Championship on the line. Ja. Kein Diven-Titel, denn es sind hier Frauen, die wrestlen und keine Diven. Echt so? Women's Wrestling. Außerdem ist der Divas-Titel abgesehen davon auch nicht unbedingt wirklich schön. Nein. Der Schmetterling, naja. Wirkte keine Schmetterlinge. Und there we go. Ding, ding, ding. Geht's. Gleich mal alle aufeinander gefühlt. Becky auf Paige, Sascha und Charlotte behaken sich zuerst hier. Ja. Oh, und ausgewichen von Sascha Becky. Alle vier ja auch mit Submission-Finisher. Jo. Mal schauen, ob wir einen Tap-Out hier haben werden im Main-Event. Wobei man sagen muss, Page verabschiedet sich. Wobei man sagen muss, den Figure 8 gibt es in diesem Spiel nicht, deswegen hat Charlotte den Figure 4. Also ja. Die Four Horsewomen sind ja ganz neu und 2K hat es einfach nicht geschafft, die ins Spiel reinzubringen, weil die auch schon so neu sind und nicht schon jahrelang bei NXT aktiv sind. Ja gut, aber was soll's. Ich meine, solche jungen Superstars wie Blake und Murphy oder die Los Matadores, die kommen noch ins Spiel, aber die Four Horsewomen, nee, da kann man drauf verzichten. Jo. Ja, aber dafür hat so Talente wie Eva Marie geschafft. Ja. Eva Marie, wie nochmal zu erwähnen, nicht im Divas Roster mit drin. Ja. Für Leute, die sie mögen, sie darf leider nicht botchen. Tut uns sehr leid. Cameron auch nicht. Gibt's Leute, die Eva Marie mögen? Gibt's bestimmt, aber. Ja, gibt's sicherlich, aber. Vielleicht zum Ansehen, aber nicht zum Wrestling zuschauen. Ja. Becky und Paige draußen, Charlotte und Sascha, den ihr Handgemenge verlagert sich jetzt auch nach draußen. Also die vier haben erstmal keinen Bock, irgendwie schnell eine Entscheidung herbeizuführen. Jo. Aber wenn man nach echter WWE gehen würde, wäre es jetzt hier wirklich gerade Heel gegen Face und Heel gegen Face. Quasi, ja. Wir wissen ja auch, Fatal 4-Way natürlich no Disqualification. Also falls die Bock haben, können sich die Damen auch mal einen Stuhl über den Schädel ziehen. Mal schauen, ob wir was in die Richtung sehen werden. Nope. Oder ob, keine Ahnung, Becky Lynch erstmal die Ringtreppe stemmen wird. Sich da Charlotte. Ringtreppe. Becky, Charlotte gegen die Ringtreppe. Ja. Sascha. Sascha. Charlotte gegen die Ringtreppe. Ja, aber was man auch sagen muss, natürlich dementsprechend auch kein Countout, also die können sich so lange prügeln, wie sie wollen. Das ja, also wenn die jetzt Lust haben, sich noch eine halbe Stunde draußen zu prügeln, dann sitzen wir heute noch ein bisschen. Ja. Sie machen es ziemlich synchron. Ja. Vielleicht prügeln die sich jetzt so lange, bis jeweils einer den anderen draußen völlig K.O. geprügelt hat und die beiden, sag jetzt mal, noch Überlebenden gehen dann zusammen in den Ring, machen sich unter sich aus. Mal schauen. Und Crucifix. Oh. Ja. Cover wird draußen leider nix. Ja, was war hätte das schon False Count Anywhere sein müssen. Was war das gerade da unten? Spinebuster von Page oder so? Ich habe es jetzt gerade nicht genau gesehen. Nicht hingeschaut. Ja. Jedenfalls ist das jetzt aktuell wert zwei Singles Matches als ein Fail 4. Ja. Oh, und Half Boston Crab? Becky Lynch, ja, mit dem Single-Leg Boston Crab, dem Half Boston Crab, aber draußen auch kein Tap-Out natürlich. Ja, aber ich könnte zwar tappen, aber es würde keine Entscheidung bringen. Ja, aber bringen. Es verursacht trotzdem Schmerzen, also von dem her. Natürlich. Das ist... Wird mal ich meine,
für den PTO, für den Page Tap Out, braucht er auch Page ihre Kraft in den Beinen, um das Gewicht tragen zu können. Da ist gerade erstmal Becky schön gegen den Ringpfosten geflogen. Au. Was hat Page davor? Oh. Becky gegen den Ringpfosten und nochmal. Mit dem Kopf gegen den Ringpfosten, aber arme Becky. Wie sieht's Sascha da? Scheint Charlotte ein bisschen im Griff zu haben, Paige scheint Becky ein bisschen im Griff zu haben. Jo. Aber eines fällt auf, sie scheint den Ring zu meiden. Ja, noch. Mal schauen, sie kommen sich ja zumindest jetzt ein bisschen näher, vielleicht gibt es dann auch nochmal eine andere Paarung oder so. Da fliegt Paige erstmal ja, gegen Becky geht auf Sascha. Und Paige geht in den Ring, ach du Scheiße. Oh, und mich auch gegen den Ringpfosten. Becky hat es nicht einfach in diesem Match. Und jetzt wurden die Pärchen getauscht. Aber immer noch Face gegen Heel. Ja. Oh, ja. Und da wird Charlotte draußen verprügelt. Oh. Und Sascha jetzt muss gegen den Ring-Apron, gegen das LED-Board. Und nochmal Sascha gegen das LED-Board. Au. Und die Headbutts von Paige auf der anderen Seite. Da jetzt ja das LDD-Wort ist, das ist doch noch etwas massiver als... Jetzt nur der Apron, ja. Ja. Und Sascha ein viertes Mal gegen das LDD-Wort. Und Charlotte gegen den Ringpfosten. Und nochmal, bam! Also die Tiefen gehen hier ein bisschen mehr auf die Hardcore-Schiene in dem Universe-Modus. Ja, die haben ja richtig Bock. Die wollten mal zeigen, wieso haben wir die letzte hier ausgelassen. Ja. Weil man da ganz einfach. Das kann ich dir ganz einfach erklären, warum wir letztes Jahr ausgelassen haben, weil man keine Women's Course erstellen konnte. Ja, keine gescheiten. Ja. Und Charlotte gegen den Ringpfosten. Ich bin gespannt, ob die sich irgendwann nochmal nach innen begeben. Und boah. Becky ein viertes Mal gegen den Ringpfosten. Das Alter ist ja unfassbar, was die da machen. Die Heels dominieren. Okay, was hat Sascha vor? Sascha ist langweilig, die joggt erstmal eine Runde. Die fühlt sich überhaupt nicht gefordert in dem Match. Nee, Sascha musste etwas ihre Aufregung rauslaufen. Ja. Ja. Charlotte kommt ganz langsam wieder und gegen. Die prügeln sich auf die Stage hoch, Charlotte und Paige. Oh, Sleeperhold. Ja, da könnte Charlotte aufgeben, aber... Sascha. Ja. Das war jetzt die Chance für Becky und Sascha, dass sie sich in den Ring begeben können, während die anderen beiden sich hoch zur Stage prügeln. Nö, die wollen sich noch weiter verkloppen. Und, ja, aber die haben echt... Das ist mir aber jetzt auch schon bei mir beim privaten Zocken aufgefallen, dass wenn die immer draußen sind, haben die nicht so richtig Bock, wieder zurück in den Ring zu gehen. Auch bei Money in the Bank Matches oder so. Ah, jetzt apropos, aber. Charlotte hat Interesse. Paige und Charlotte im Ring. Ja. Charlotte hat schon ganz schön aus. Becky kommt auch. Becky hat jetzt Lust. Okay, es verlagert sich jetzt wieder nach innen. Zumindest zeitweise erstmal. Und Crucifix mit Pin. Und Becky geht raus. Becky sieht's nicht. One, two. Nee. Nein. Puh. Ich wollte schon sagen, Paige hat jetzt auch noch nicht so viel kassiert. Das sind eher Charlotte und Becky, die bisher ganz schön einstecken müssen. Und nochmal ein Crucifix, nochmal mit Pin. Aber in die Seile. Und Paige geht wieder nach draußen. Sascha. Ja, aber die ist rausgeschleudert worden. Dafür war es Sascha. Okay, was hat Becky mit dem Russian Leg Sweep? Wobei man ja sagen muss, gerade Becky hat ja gerade bei der Aktion auch nicht gesehen, gerade den Pin von der Crucifix, also. Becky Lynch macht sich bereit. Kommt jetzt der Backsplex? Tatsächlich. Der Ansatz. Aber der ist ziemlich nah bei den Seilen. Der Backsplex von Becky Lynch, ist das ihre Chance? Und die feiert sich erstmal. Und Charlotte no-sellt einfach. Ja. Charlotte no-sellt den Finisher. Sie macht eine Art Spin-a-Rooney im Ring. Und da kommt das Comeback von Becky. Das John Cena-Comeback. Er lebt in unseren Herzen weiter, auch wenn er nicht im Teil dieses Universe-Modus ist. Ja, die Comebacks kann man noch ein bisschen verändern, so ist er nicht. Ach, ist nicht so tragisch. Ja. Und die beiden gehen nur nach draußen. Komm, Sascha, jetzt hol dir den Sieg. Komm. Die beiden Lieblinge von den beiden GMs gerade im Ring. Wie gerade auch Paige neben ihr saß und sie anguckt. Ja. Okay. PTO. Ja, der Paige Tap Out. Bitte in der Ring mit und kein anderer ist in Sichtweite. Ja, die beiden. Was das ist das? Becky und Sascha tappen. Becky wollte gerade rein, aber Charlotte. Nein, Sascha tappt nicht. Becky wollte gerade in den Ring rein, aber Charlotte hat sie dann abgefangen unterwegs. Der Boss tappt nicht so einfach, da muss schon ein bisschen mehr kommen. So. Aber interessant das Match bis jetzt. Ja, oh, Becky wieder wird wieder in den Ring gewippt. Elbow.
Slap. Und es geht nach draußen für Page. Bam. Ja. Also die haben Interesse, sie wollen nicht so schnell die Entscheidung herbeiführen, die wollen sich erstmal schön bekriegen quasi. Jo. Ja. Obwohl und Charlotte knapp dran war. Den beiden, aber dreht sich wieder um zu Becky, wird aber gleich zu Boden wieder genommen. Und Becky macht sich wieder bereit. Soll der nächste Backsplex gegen Charlotte folgen? Ja. Tatsache. Und Backsplex Nummer 2 gegen aber Charlotte. Die anderen beiden sind im Ring, die werden das doch sehen, wenn die covert, oder? Schauen wir mal, es geht's nach draußen. Paige sieht's nicht, sie geht raus. Okay. One, Paige einfach jetzt two. Merkt, two. Nein! Charlotte kickt noch aus nach 2 Backsplex und nach einiger Prügel draußen schafft es Charlotte noch auszukicken. Meine Güte. Paige hätte es nicht geschafft, die war gerade auf dem Weg nach draußen. Ja, ich hätte gedacht, dass das die Entscheidung ist. Ja, ich auch. Jo. Oh, aber Becky ist gerade auf gutem Weg. Was? Oh, Charlotte, Sascha kurz neben fast auf den. Becky, was ist. Ah, na gut. Und Sascha gegen die Ringtreppe. Aber Becky dominiert Charlotte hier. Ja, mit einem Backbreaker. Es geht immer weiter auf den Rücken von Charlotte. Und ja, Becky schaut mal kurz nach draußen, sieht, die beiden sind noch beschäftigt. Jo. Nimmt sich wieder Charlotte vor. Oh, that kick. Aber. Und Paige gegen den Apron. Was hat Becky jetzt vor? Möchte sie aufs Top Rope rennen? Ne, sie stellt sie in die Ecke und wartet. Zweite Seite oder was soll das werden? Okay, schaut sie erstmal draußen, weil Paige genau neben ihr in den Apron eingeschlagen ist. Und sie geht mit nach draußen. Charlotte ist tot und kümmert sich dann mal um die... Wahrscheinlich, vielleicht will sie die anderen beiden ausschalten, damit sie sich in Ruhe um Charlotte kümmern kann. Das ist gut möglich. Ja, die Idee war da, sie hat versucht gerade sich um Sascha... Steht. Ja, da hat man gerade gesehen, sie hat sich um Sascha gekümmert, wollte wohl, dass die wohl in Ruhe ausgeschaltet ist, aber... Und, oh, ein Roll-Up! Roll-Up. Ja. Und Charlotte lebt wieder, ist wieder unter den Lebenden hier und kann das kaum noch aufbrechen. Also Becky hat hier am meisten ja, Lust, das Ganze zu beenden und den Titel für sich zu holen. Jo. Also die anderen sind ja auch Charlotte die Chance. Charlotte Cover. Chance, aber da dürfte das Becky eigentlich rauskommen. One, two. Ja, ich meine, Becky hat zwar oft den Ringpfosten geküsst, aber sonst musste sie jetzt nicht so viel einstecken, was in die wrestlerische Richtung geht. Und nein. Aber vielleicht schon eine Vorbereitung für den Figure for Leglock hier von Charlotte. Tritt Paige in die Kniekehle. Und der Snap-Suplex. Werden sich jetzt Becky und Sascha draußen bekriegen. Wie viel sind wir denn? Wird da wieder eine. Auch ein langer. Wird das der Spiel? Und. Becky gegen die Ringtreppe draußen geht und. Durch. Spear geht durch. Mit Goldberg dort. Spear. Muss er vielleicht auch nochmal abändern. Kann man nachsetzen. Ja. Die anderen beiden kein bisschen Beispiel weiter. One, two, three. Nein! Nein! Boah! Aber allerhöchste 2,9 hier von Paige. Gerade so. Kann sich auch aus dieser Kopfschere rausdrehen hier. Und jetzt sind wieder alle vier im Ring. Mal schauen, wie lange. Okay, nicht sehr lange. Charlotte geht nach draußen. Ja. Ja, während Becky immer. Sascha jetzt im Ring. Jetzt die beiden eventuellen Entscheidungsträger. Kann vielleicht irgendwie. Okay. Becky setzt Sascha aufs Top Rope. Interessant. Das kann gefährlich werden. Was hat sie vor? Und das ne. Ein Armdrag vom mittleren Seil quasi von Becky. Kann auch jemanden ausschalten, ist eine ganz schöne Höhe. Backsplex? Nee, doch. Ja. Die sind draußen unaufmerksam, wenn jetzt irgendwas nachkommt. Schöner, ja. T-Bone kann man sagen, war das von. Ja, cover doch, Becky. Versuch's halt mal, ja. Das covert Sascha nach den T-Bone Suplex. One, two. Nein! Auch Sascha kommt raus. Alter. Becky muss langsam verzweifeln, dass all ihre Coverversuche nach vielversprechenden Aktionen hier nicht durchgehen. Mhm. Es hat bis jetzt gefühlt jeder irgendwie noch in letzten Sekunde rausgekommen. Ja. Außer Becky war schon alle in hoher Gefahr, aber jetzt vielleicht doch nicht. Das war wohl dann Rope Break. Ja, das war an den Seilen. Apropos Seile. Und schöner Tritt von Becky. Schöne Kombination. Die stifft Sascha hier gerade zusammen. Nochmal die letzte Kraftreserve hier von Becky. Oh, Submission. Und der Disarm-Hör muss Banks tappen. Sascha Banks war schon im PTO.
Nein, die kommt dreht raus. Sich raus. Sascha kann sich ja schon aus dem zweiten Submission-Finisher befreien hier. Und Backcracker, Backstabber, Backcracker, wie er auch immer ihn nennen möchte. Komm Sascha, hol dir den Sieg. Sascha aber auch Sascha angeschlagen. Oh Gott. Komm Sascha, geh auf Cover, 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 Cover. Komm Sascha, draußen ist gewesen. Sein. One, das war's. Two. Nein! Was? Was ein Match. Und Sascha macht sich wieder bereit. Noch ein Backstabber oder das Bankstatement, also der Crossface quasi. Nee, nein, wird gekontert. Der kann auskontern. Wieder alle vier im Ring. Eisberg kommt sofort. Der Ref kommt mit Problem. Wow, Sascha. Sehr schön. Was macht Charlotte? Wippt erstmal wieder raus. Cover. Also die Feldpunkte sind sehr. One, two, und lastig. Und Becky kann wieder rauskommen. Charlotte jetzt vielleicht mit der Chance. Vielleicht hätte es einen schneller Einroller jetzt gebracht gegen Sascha. Ich glaube, die Übertragung. Die durch, der Tritt. Durch die Übertragung sei die Klammer ein bisschen hinten. One, one, two, two, three, three. Ja. Aber na, was soll's. Besser geht's nicht, also hey. Wie? Ich find's interessant, so bei mir so One, dann kommt ein One von dir, Two, dann kommt ein Two von dir. Ja, hör nicht hin. Sollst ja auch das hier kommentieren, nicht dass es auf deinem Fernseher abläuft. Nee, ich guck ja bei mir auf der Übertragung. Ja, aber Daniel hört's ja auf seinem Fernseher. Ich kann's ja leise drehen. Ich hab's ja leise. Und okay, ja, Charlotte muss jedenfalls aufs Top Rope, wird oben drauf gesetzt. Kommt jetzt, was kommt jetzt? Das sieht bald nach einer Art. Könnte ein Superplex werden. Ja, das wird der Superplex. Geht ja durch. Wer durchgeht, das kann es gewesen sein. Dritten Seil. Charlotte. Charlotte muss es sein. Becky. Was ziehst du sie darüber? Mit Dirty Pin. One, two, three. Tatsächlich. Ich hab's gecallt. Mein, ja, Schützling, Sascha Banks. Ist der erste Women's Champion hier in unserem Universe-Modus. Nach einem Superplex. Anschließend das Cover, wir haben es ja gesehen. Sascha Banks hat die Seile zur Hilfe genommen, hat sich, wie es sich für einen Heel gehört, noch einen Vorteil verschafft, hat die Beine aufs zweite Seil gelegt. Und sie so in diesem grandiosen Match den Titel sichern kann. Was mir hat gesehen, eines hat man gesehen, dass möglicherweise dieses Jahr 2K es geschafft hat, bessere Matches zu machen. Jo. Spannende Matches, lange Matches. Ja. Ich hatte die Befürchtung, dass die gar nicht mehr in den Ring gehen, aber es gab immer wieder schöne In-Ring-Aktionen. Ich meine, es ist ja auch in echt so, dass nicht immer alle vier Leute gleichzeitig im Ring sind, sondern dass die Action sich immer so auf eine Paarung spezialisiert. Oh, sind Fatal 4-Way so, sind Triple Threat Matches so. Nochmal der Backsplex. Ja gut, ja. Triple Threat Matches ist eher selten, dass man sich auf eine Paarung fixiert, weil... Ja, das hat dann quasi immer... K.O. außerhalb des Rings irgendwie so. Ja. One, two, kick out. Page wäre zu spät gewesen, aber Charles ist noch aus dem zweiten Backspex rausgekommen. Und hier die Entscheidung. Der Superplex gegen Charlotte. Und da war es. Warum Sascha Charlotte Richtung Seile gezogen hat. Und zwar, dass sie die Seile zur Hilfe nehmen kann. Ja. Wir sehen, dass sie zieht sie zu den Seilen, dass sie ihre Beine hinten auflegen kann. Der Referee, sieht es nicht. Da wartet sogar noch, bis die Beine oben sind. Sehen wir von dem Fakt weg. Becky läuft ganz langsam zu denen hin, hat wohl vermutet, Charlotte kommt noch raus. Becky hätte das locker noch aufbrechen können, hat es auch nicht getan. Hat wahrscheinlich getroffen. Ja. Sascha Banks, erster Women's Champion. New Women's Champion. Grüße an dich, Karlsruhe, wenn du das siehst. Du wusstest es auch, dass sie das schafft. Man könnte vielleicht darauf ausgehen, dass Becky gehofft hat, dass der Ref Füße auf den Seilen gesehen hat und darum hat sie nicht eingegriffen noch. Gut möglich. Becky ja eigentlich so die größten Chancen im Match gehabt, hat jetzt auf den Referee vertraut. Vielleicht bahnt sich da jetzt so ein bisschen an, dass Becky jetzt ein Rückmatch möchte, quasi, dass sie ihre Chance möchte, weil sie ein bisschen gescrewt worden ist. Vielleicht sehen wir in Zukunft ja einmal ein Match zwischen Sascha und Becky um den Titel. Schauen wir mal. Jo. Na gut. Ja, das war auch eine Dreiviertelstunde. Jo. Ja. Für die erste Smackdown ganz ordentlich. Zwei Matches wurden ja schon angekündigt, zwei Tag-Team-Matches für... Ich erwähne sie nochmal, nächste Woche dann in unserem Tag-Team-European-Title-Turnier.
Hideo Itami und Apollo Crews gegen The Miz und Cesaro. Interessante Paarung allemal. Mhm. Und AJ Styles mit Shinsuke Nakamura gegen Bad News Barrett mit Bo Dallas. Die Sieger brauchen vermutlich. Ja, Bad News bestimmt, bestimmt. Ja, und zudem nächste Woche natürlich auch noch die erste ja, richtungsweisende Aufgabe für Booker T. Was das für eine Aufgabe sein wird, welchen Ausgang sie haben wird und was das überhaupt alles bringt, erfahren wir dann in der nächsten Show. Gut, dann haben wir uns schon alles gesagt, ne? Jo. Ja. Dann bleibt mir nichts zu sagen, außer ich bedanke mich für diesen Part. Wir sehen uns dann bei der nächsten Smackdown oder nächsten Raw wieder, je nachdem. Und bis dahin, ciao. Ciao. Gratulation an Sascha und ciao.